Hey ho Minecraft-Freunde, heute ist mal das Licht aus, weil ich keine Lust hatte, das Licht anzumachen. Wir legen direkt los. Beim letzten Mal ging es um Bedingungen. Wenn ihr das nicht geschaut habt, bitte jetzt schnell nachholen. Heute geht es um Scopes. Scopes sind eher so ein Konzept, das euch jetzt nicht sehr viel mehr Möglichkeiten gibt, aber es ist wichtig zum Verständnis, vor allem wenn wir später dann über Funktionen reden. Wir hatten ja jetzt schon etwas mit Scopes zu tun gehabt. In den Bedingungen haben wir es schon einmal angeschnitten, weil ich habe ja gesagt, dass wir in der Bedingung ein neues Scope öffnen. Das ist immer hier so eingerückt. Das ist immer einem neuen Scope. Heute erklären wir mal, was das wirklich bedeutet. Hier haben wir noch geschrieben, Scopes sind ein festgelegter Bereich im Code und Scopes haben einen Anfang und ein Ende. Und das können wir jetzt erstmal so auch hier festhalten. Wir machen das ein bisschen größer. Ich hoffe, dass ihr das jetzt ungefähr so sehen könnt. Scopes sind ein festgelegter Bereich im Code. Scopes haben einen Anfang und ein Ende. Und so ein Anfang kann zum Beispiel eingeleitet werden durch ein Do oder durch ein Then. Durch bestimmte Keywords auf jeden Fall. Wenn man bestimmte Schlüsselwörter schreibt, je nach Situation, wird ein neues Scope geöffnet. Hier bei den Bedingungen haben wir immer Then geschrieben, dann hat sich ein neues Scope geöffnet. In dem Fall wurde hier das Scope dann abgeschlossen und nochmal neu geöffnet durch Else. Das ist ein bisschen kompliziert, ignoriert das einfach. Und am Ende wurde es durch End geschlossen und wenn ich mich nicht irre, wird jedes Scope durch ein End geschlossen. Doch was bedeutet das jetzt? Zuallererst müsst ihr wissen, es gibt zwei Arten von Scopes, die im Grunde das gleiche sind. Das sind Scopes, alles sind Scopes. Es gibt globale Scopes und es gibt lokale Scopes. Scope ist das englische Wort für Visier, aber halt auch für Umfang oder Geltungsbereich. Und das beschreibt es ziemlich gut. Hier oben haben wir ja stehen, ist ein festgelegter Bereich. Sagen wir mal, ein festgelegter Geltungsbereich im Code. Warum Geltungsbereich? Weil in diesem bestimmten Bereich gelten bestimmte Variablen. Kommen wir auch gleich drauf, es ist bisher noch ziemlich theoretisch. Und ein globales Scope umfasst das gesamte Programm. Oder in unserem Fall... Okay. Kleiner Sneak Peek von der KI. Umfasst das gesamte Programm oder in unserem Fall umfasst ein globales Scope dieses Script. Wenn ich in dem Bedingungen-Script eine Variable festlege, und zwar ItemPreis, dann haben wir hier in diesem Script die Variable ItemPreis und sobald die hier deklariert wird, in Zeile 24, kann man darauf zugreifen, in jeder darauf folgenden Zeile, weil diese Variable im globalen Scope dieses Scripts erschaffen wurde. Also im globalen Scope bedeutet ganz normal im Script alles, umfassend. Das gesamte Script kennt diese Variable, weil sie hier oben festgelegt wurde. Aber nur das gesamte Script kennt diese Variable. Wenn ich jetzt bei den Scopes hier print ItemPreis schreibe, wird es mir schon rot unterstrichen. Unbekannte globale ItemPreis. Wir haben ja mal gesagt, es gibt lokale und globale Variablen. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit lokalen und globalen Scopes zu tun, aber auf jeden Fall können wir nicht auf die Variable aus einem anderen Script zugreifen, sondern nur auf Variablen aus unserem Scope. Deswegen habe ich jetzt hier dazu geschrieben, Variablen können nur in dem Scope genutzt werden, in dem sie deklariert wurden. Und das ist ziemlich wichtig, wenn wir zu den lokalen Scopes kommen. Grob gesagt sind lokale Scopes kleinere Scopes innerhalb eines größeren Scopes, zum Beispiel innerhalb des globalen Scopes. Ich habe hier oben ja geschrieben, sie haben einen Anfang und ein Ende und der Anfang kann ein Do sein und das Ende ist immer ein End. Und genau das kann man machen. Wir können hier jetzt zum Beispiel eine Variable schreiben, die nennen wir Zahl 1. Und da schreiben wir dann ist gleich 1. Und wir können auch hier in dem globalen Scope Zahl 1 printen. Und das funktioniert dann auch. Also wenn ich das Ganze ausführe, dann steht hier unten im Output 1. Ich habe die Variable Zahl 1 deklariert, den Wert auf 1 festgelegt und dann die Variable Zahl 1 abgerufen im Print-Statement. Dementsprechend steht auch 1 hier drin. Wenn ich jetzt einen Scope öffne, Und das mache ich, indem ich Do schreibe und dahinter schreibe ich End. Dann habe ich jetzt hier einen Scope und kann in dem Scope eine neue Variable deklarieren. Die nennen wir mal Zahl 2 und die ist gleich 2. Dann kann ich hier unten nicht schreiben print Zahl 2. Hier wird schon gesagt unbekannte globale und wenn ich das Ganze ausführe, printet er nil, weil Zahl 2 existiert nicht im globalen Scope, in dem wir das Print Statement stehen haben. Zahl 2 wurde nur in diesem lokalen Scope festgelegt. Wir erinnern uns, ein Scope ist ein festgelegter Geltungsbereich im Code und der Geltungsbereich gilt nur für die lokalen Variablen, die in diesem Scope deklariert wurden. Zusätzlich funktionieren Scopes hierarchisch und das bedeutet, wir haben hier in dem globalen Scope ein sozusagen Kinderscope. Das Kind von dem globalen Scope ist zum Beispiel dieses Scope hier. Ich habe hier einfach mal Anfang und Ende dazu geschrieben, damit ihr das vielleicht merkt. Und ich kann von diesem lokalen Scope hier aus auf alles zugreifen, was in den Scopes erstellt wurde, die in der Hierarchie darüber stehen. Das bedeutet, alle Variablen, die hier im globalen Scope erstellt wurden,
auf die kann ich aus dem lokalen Scope zugreifen. Das heißt, ich kann hier auch jetzt zum Beispiel schreiben, print Zahl 1. Und ich kann hier auch in diesem lokalen Scope drin schreiben, print Zahl 2. Und wenn ich das Ganze mache, steht hier 1 und 2, weil ich printe die Zahl 1 und ich printe die Zahl 2. Und ich kann auch die Zahl 1 im globalen Scope printen. Ihr seht, 1, 2, 1. Funktioniert. Aber nur die Zahl 2, auf die kann ich nicht zugreifen. Warum? Weil diese Variable lokal erstellt wurde. Sie wurde lokal erstellt für dieses Scope. Sie ist nicht im globalen Scope verfügbar. Und das ist so ein Punkt, an dem manchmal globale Variablen nützlich sind. Ich habe ja hier mal bei den Variablen gesagt, dass sie lokal oder global sein können. Und globale Variablen sind in der Regel eher schlecht, weil sie unperformant sind. Und sie sind unperformant, weil man von überall drauf zugreifen kann. Wenn ich jetzt diese Variable global erstelle, indem ich einfach local weglasse, dann kann ich auch, ich nehme das hier einfach mal raus und schreibe das hier hin, dann kann ich auch außerhalb dieses Scopes darauf zugreifen. Weil jetzt habe ich die Variable zwar in einem lokalen Scope deklariert, aber ich habe sie als globale Variable deklariert. Das heißt, ich kann im globalen Scope drauf zugreifen. Bam. Ich kann aber immer noch nicht aus einem anderen Script drauf zugreifen. Wenn ich in einem anderen Script drin bin, kann ich nicht drauf zugreifen, weil eine globale Variable ist gültig für das globale Scope, in dem sie erstellt wurde. Ich kann auch nicht, bevor sie deklariert wurde, drauf zugreifen. Wenn ich das hier hinschreibe, wird es mir auch schon rot unterstrichen, weil hier wurde noch keine globale Variable Zahl 2 festgelegt. Die Reihenfolge ist immer noch wichtig. Genauso wenig kann ich aus dem lokalen Scope auf eine Variable zugreifen, die erst nach dem lokalen Scope deklariert wurde. Das geht auch nicht. Also nicht vergessen, die Reihenfolge, in der man Sachen schreibt, ist immer noch wichtig. Und wenn man mit Variablen arbeitet, kann man nur auf Variablen zugreifen aus dem eigenen Scope oder aus Scopes darüber, aber nicht aus Scopes darunter. Ich kann auch in diesem lokalen Scope ein weiteres lokales Scope starten, indem ich wieder do und end schreibe. Und hier kann ich dann wieder eine lokale Variable festlegen namens Zahl 3 und ich kann nicht auf die lokale Variable aus diesem Scope zugreifen, aus dem Global Scope. Genauso wenig kann ich auf die lokale Variable zugreifen aus dem Local Scope darüber, das geht auch nicht. Da wird dann nil printen, also hier müsste nil 1, 2 kommen. Wir klären den Output für uns aus und wir sehen nil 1, 2. Weil erst wird Zahl 3 abgefragt, was nicht existiert, weil die Zahl 3, die wird hier deklariert und die ist hier wieder weg. Sobald das End kommt und das Scope beendet wird, ist Roblox fertig damit. Das müsst ihr auch immer bedenken. Ein Script läuft ja immer von Anfang bis Ende, von oben links nach unten rechts durch. In der Reihenfolge wird alles abgearbeitet und sobald das Script komplett am Ende angekommen ist und da drin nichts mehr passiert, ist das Script durch und es wird komplett vergessen. Jetzt brauchen wir es nicht mehr. Alle Variablen, die da drin waren, die werden vom Garbage Collector dann sozusagen entsorgt und die existieren dann einfach gar nicht mehr. Das ist auch der Grund, warum es sich manchmal lohnt, eine lokale Variable in einem lokalen Scope zu erstellen, wenn man auf die lokale Variable nur für einen gewissen Zeitraum zugreifen muss. Und man nicht den RAM komplett überladen möchte, weil jede Variable, die man deklariert, nimmt ja Speicherplatz weg in dem PC, in dem es ausgeführt wird. In dem Fall auf dem Roblox-Server, weil das ist ja ein Server-Script. Es ist nicht viel Speicherplatz, weil es ist ja nur der Name der Variable, der gespeichert wird und der Wert der Variable, der gespeichert wird. Plus die Position, die gespeichert wird. Aber das sind alles Sachen, die brauchen euch gar nicht interessieren. Es ist sehr wenig Speicher, der von der Variable eingenommen wird. Aber jeder Speicher zählt. Dementsprechend, wenn ihr die Zahl 3 nur in diesem lokalen Scope printen wollt, warum auch immer, dann könnt ihr sie auch hier lokal festlegen. Wenn ihr die Zahl 2 hier im lokalen Scope braucht, aber auch außerhalb des lokalen Scope braucht, dann lohnt es sich dann doch eher, die Variable Zahl 2 schon mal zu deklarieren im globalen Scope. Ihr braucht übrigens auch keinen Wert festlegen dafür. Es reicht erstmal, wenn ihr die Variable deklariert, dann weiß Lua, okay, wir haben hier eine lokale Variable. Ich weiß noch nicht, was sie ist, aber ich speichere mir schon mal ab, Zahl 2 ist eine lokale Variable. Und später kommt ihr dann und sagt, ey, diese lokale Variable namens Zahl 2, kennst du die noch? Die soll ja 2 sein. Und dann wird das überschrieben und dann weiß Roblox Bescheid und dann führen wir das Skript aus und sehen hier 3, 1, 2. Habt ihr das soweit verstanden? Wenn ja, dann schreibt irgendwas in die Kommentare. Weil ich glaube, das war alles ziemlich theoretisch und es bringt euch nicht wirklich, jetzt zu wissen, dass man mit Do und End ein lokales Scope erschafft, obwohl ihr gar nicht wisst, wofür man solche blöden lokalen Scopes braucht. Darauf kommen wir nämlich jetzt zu sprechen. Ein Scope mit Do und End festzulegen wirkt vor allem für Programmieranfänger erstmal ziemlich sinnlos. Und das ist es auch. In den meisten Situationen braucht ihr sowas gar nicht. Wenn ihr dann aber eine Codebase habt, die super groß ist, dann kann es sein, dass ihr öfters mal eine Variable habt, die ihr Zahl 1 nennt. Und öfters mal eine Variable habt, die ihr Zahl 2 nennt. Und ihr wollt nicht, dass wenn ihr hier jetzt mit Zahl 1 und Zahl 2 arbeitet und weiter unten auch noch mit Zahl 1 und Zahl 2 arbeitet, dass die sich gegenseitig überschreiben. Und dann macht es einfach zur Separierung dieses Codes Sinn, hier oben einfach
Do End zu schreiben für den Moment, wo ihr wirklich mit Zeile 1 und Zeile 2 hier arbeitet. Wenn ihr damit fertig seid, wie gesagt, kommt das End. Und später könnt ihr nochmal Do End schreiben. Und dann habt ihr hier auch noch Variablen. Wenn ihr in so einer Situation seid, dann ist es meistens noch eine Überlegung wert, warum benutzt ihr nicht einfach zwei Scripts? Und das solltet ihr wirklich überlegen, warum benutzt ihr nicht zwei Scripts? Es kann Situationen geben, in denen beide Scripts auf dieselben globalen Variablen zugreifen müssen. Zum Beispiel habt ihr hier, keine Ahnung, einen Namen, und zwar Caroline stehen. Und beide Scopes müssen auf den Namen Caroline zugreifen. Zahl 1, Punkt, Punkt, Name zum Beispiel. Und hier müsst ihr auf jeden Fall auch, keine Ahnung, den Namen printen oder so. Warum auch immer. Dann kann es schon Sinn ergeben, dass ihr so mehrere lokale Scopes in eurem Script habt, weil beide lokalen Scopes auf dieselben Grundvariablen zugreifen müssen. Es kann sein, es macht euren Code aber in der Regel unübersichtlicher. Wenn ihr in einer Situation seid, in der ihr wirklich Do und End braucht, um euren Code zu strukturieren, dann solltet ihr euch vielleicht Gedanken darüber machen, ob ihr das irgendwie aufteilen könnt in andere Scripts. Es kann sein, dass ihr auch Do und End super liebt und das super viel benutzt. Ich kenne Leute, die häufig einfach mitten in ihrem globalen Scope im Script ein neues lokales Scope öffnen, um dort weiteren Code zu schreiben, der separiert ist. Weil der Code, der hier drin steht, der ist abgekapselt vom restlichen Code. Bis auf eine Sache. Und zwar kann man natürlich aus einem lokalen Scope heraus die Variablen aus dem Scopes darüber bearbeiten. Ich kann zum Beispiel jetzt sagen, Name Punkt Punkt ist gleich Leerzeichen Müller. Und wenn ich jetzt diese Variable im globalen Scope deklariere, heißt sie erstmal Caroline. Dann öffnet sich ein lokales Scope. In diesem lokalen Scope wird der Name geändert. Zum Beispiel können wir hier jetzt in diesem lokalen Scope irgendeinen Code ausführen, der irgendwie den Nachnamen berechnet auf was ganz Kompliziertes oder so. Aber wir stellen uns das einfach vor, dass wir das haben und können das dann hier so schreiben. Dann haben wir hier unten nochmal ein lokales Scope, welches dann auch mit einer Variable Nachname arbeitet, die aber was ganz anderes sein muss. Und dementsprechend haben wir hier nochmal zwei lokale Scopes, die halt beide die Variable mit dem Namen Nachname verwenden. Dementsprechend haben wir das Scopes und am Ende können wir im globalen Scope wieder den Namen printen. Den Nachnamen können wir nicht printen, weil der Nachname, der existiert nur in diesem lokalen Scope. Und er existiert in diesem lokalen Scope, aber beide gesondert voneinander und haben nichts miteinander zu tun. Wenn wir das jetzt printen, steht hier unten Caroline Müller. Das heißt, wir können auf Variablen, die sich im globalen Scope oder in Scopes darüber befinden, zugreifen. Und wir können sie auch bearbeiten und sie werden dann auch in den Scopes darüber bearbeitet. Das heißt, die lokalen Scopes, die sind genauso wie jeder andere Bereich in eurem Code und haben komplett Zugriff auf alles, was sich in eurem Script befindet an der Stelle. Und können auch damit interagieren und alles machen, was sie wollen. Die lokalen Scopes haben nur den Zweck, dass ihr lokale Variablen erstellen könnt, ohne dass das irgendwelche anderen Variablen außerhalb beeinflusst. Weil wir können zum Beispiel hier jetzt auch nochmal local Nachname festlegen auf Meier. Und wenn ich hier unten jetzt print Nachname schreibe, dann wird der Nachname Meier nicht überarbeitet. Ihr werdet sehen, hier unten steht jetzt Caroline Müller und da unten steht Meier, der Nachname. Und das, obwohl wir hier den Nachnamen überschrieben haben mit Müller und hier nochmal den Nachnamen überschrieben haben mit W. Aber wir haben local geschrieben. Das heißt, dass dieser Nachname, den wir hier festlegen, lokal für dieses Scope ist und nichts mit diesem Nachnamen hier zu tun hat. Wenn wir das local weglassen würden, dann würde sich natürlich der Nachname hier überschreiben, weil dann meinen wir ja die Variable aus dem Scope darüber, die schon existiert. Und wenn wir das printen, dann steht hier auch Caroline Müller und dann Leerzeichen Müller. Habt ihr es verstanden? Ich hoffe es, weil heute ist es eine sehr theoretische Folge, die aber sehr wichtig ist, spätestens dann, wenn wir Funktionen lernen. Was wir übrigens auch noch nicht in der nächsten Folge machen werden, die nächste Folge wird auch nochmal theoretisch. Aber dann können wir endlich Funktionen lernen und dann machen wir endlich wieder was Praktisches. Tut mir leid an alle Leute, die nicht gerne Theorie machen. Aber die Theorie ist echt wichtig, weil sonst ist es echt schwer, die späteren Konzepte alle zu checken. Alles, was ihr nur wissen müsst, ist, man kann einen Scope öffnen mit Do oder mit Then, aber ihr könnt jetzt nicht einfach Then schreiben, das funktioniert nicht. Ihr könnt Do schreiben. Wenn ihr einfach nur einen Scope öffnen wollt, könnt ihr Do schreiben, könnt hier drin dann euren Code ausführen, der ganz normal funktioniert, aber sobald ihr in diesem Code irgendetwas mit dem Keyword Local erstellt, dann bleibt es in diesem Scope und sobald der Scope vorbei ist, ist es weg. Das ist, was ihr über lokale Scopes wissen müsst. Und globale Scopes sind einfach nur die Bezeichnung für das Script an sich, weil das Script hat ja auch einen Scope, welches hier praktisch, ihr könnt euch vorstellen, das Scope fängt immer mit einem Do an und hört mit einem End auf, auch wenn ihr es nicht seht, weil das Script an sich ist sein eigenes Scope, sein eigenes globales Scope. Aber ich habe hier oben ja geschrieben, dass man auch mit Then ein Scope öffnen kann. Und es gibt vielleicht auch andere Keywords. Ich habe jetzt nicht alle unbedingt im Kopf, aber ich denke, es sind auf jeden Fall Do und Then, um einen Scope zu öffnen. Und wenn wir jetzt eine Bedingung schreiben, ein If-Statement schreiben, If Bedingung zum Beispiel 1,
plus 1 ist gleich 2. Then. Und dann wird ein Scope geöffnet. Das bedeutet, das Then-Keyword, das öffnet ein Scope nur dann, wenn eine Bedingung davor erfüllt ist. Oder anders gesagt, es führt den Inhalt des Scopes nur dann aus, wenn die Bedingung davor erfüllt ist. Was auch Sinn ergibt, weil Then bedeutet dann. Und dann wird halt ein lokales Scope erschaffen. Und bei den lokalen Scopes ist das Einzige, was ihr euch wirklich merken müsst, ein lokales Scope oder einfach nur ein Scope an sich hat einen Anfang und ein Ende und alles, was zwischen dem Anfang und dem Ende passiert, ist abgeschnitten vom restlichen Code in der Hinsicht, dass wenn ihr das Keyword local verwendet, dass es nur in diesem Scope existiert. Und sobald wir hier am Ende sind, existiert es nicht mehr. Ihr könnt trotzdem auf alles zugreifen, was vor dem Scope passiert ist. Nur wenn der Scope fertig ist, könnt ihr nicht mehr auf die Sachen zugreifen, die mit dem Keyword local beschriftet wurden. Manche stellen sich vielleicht immer noch die Frage, warum erstellen wir Variablen im globalen Scope lokal, wenn sie ja sowieso globale Variablen sind, wenn man davon überall drauf zugreifen kann. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, es ist einfach nur die Performance. Ihr könntet theoretisch die ganze Zeit Variablen einfach beim Namen deklarieren. Ihr könntet einfach Zahl schreiben und Zahl ist gleich 1 und das funktioniert wunderbar, das könnt ihr so machen, aber eure Scripts werden nicht so performant sein, weil dann einfach viel mehr Berechnungen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass diese Zahl hier auch in den davorliegenden Scopes zur Verfügung stehen, selbst dann, wenn es gar keine davorliegenden Scopes gibt, weil wir schon im globalen Scope sind. Deswegen ist das ziemlich unnötig. Und deshalb sollten wir auch im globalen Scope für Variablen immer das Keyword local verwenden. Und das Keyword local hat nur zwei Zwecke, und zwar einmal, um die Variable auf das lokale Scope zu beschränken, in dem sie deklariert wurde, und um die Performance zu verbessern. Und Performance ist wichtig. Scopes gibt es natürlich in allen möglichen Arten und Weisen. Und damit teaser ich jetzt schon mal auf künftige Episoden. Zum Beispiel für Funktionen. Wenn wir eine Funktion festlegen, machen wir das über das Function Keyword. Legen einen Namen fest, Klammer auf, Klammer zu für die Parameter. Warum brauche ich nicht interessieren. Aber sobald wir das geschrieben haben, öffnet sich hier ein neues Scope. Und Lua rückt das schon automatisch für mich ein, dass ich hier eingerückt schreibe. Das eingerückte Schreiben ist auch nicht wichtig. Ihr könnt theoretisch einfach hier weiterschreiben, aber es ist schlechter lesbar, wenn ihr hier euren Code schreibt. Es ist schon besser lesbar, wenn ihr euren Code hier schreibt, damit ihr einfach von oben bis unten sehen könnt. Ah, hier fängt ein neues Scope an, kann ich ignorieren. Bei jedem Scope einrücken und wenn das Scope vorbei ist, wieder zurückrücken. Ist einfach lesbarer. Dann gibt es natürlich noch Loops, auf die ich auch noch später eingehen werde. Zum Beispiel gibt es die While-Loops und da kann man sagen While und dann Bedingung. Zum Beispiel 1 plus 1 ist gleich 2. Dann schreibt man auch wieder Do. Und dann hat man wieder einen Scope, was ihr bitte nicht schreibt. Tut euch selbst einen Gefallen, schreibt das nicht in euren Code, was ich hier geschrieben habe. Das wäre jetzt nur ein Beispiel. Wenn ihr das ausführt, kann es sein, dass bei euch Roblox Studio crasht. Warum lernen wir erst in späteren Folgen? Das war gefährlich, ich hätte euch das nicht zeigen sollen. Und so gibt es dann noch viele andere Möglichkeiten, um neue Scopes zu öffnen. Und man schließt die Scopes, soweit ich weiß, immer mit einem End. Mir fällt gerade kein anderes Scope ein, welches nicht durch ein End geschlossen wird. Yo, hier ist der Conny aus dem Schnitt. Mir sind ein paar Fälle eingefallen, die sind aber etwas spezieller und auf die kommen wir höchstens in sehr viel späteren Folgen zu sprechen. In anderen Programmiersprachen startet man Scopes einfach so, indem man geschwungene Klammer auf, geschwungene Klammer zuschreibt. In Python startet man einen Scope, indem man einen Doppelpunkt schreibt und danach schreibt man gezwungenermaßen eingerückt. Wenn du nicht einrückst, dann ist in deinem Scope nichts drin und sobald du aufhörst einzurücken, ist das Scope automatisch vorbei. Deswegen ist Python weniger frei. Manche mögen die Ästhetik von Python, wenn man hier einfach schreibt, keine Ahnung. Das hier wäre zum Beispiel Python-Code für das hier. Und hier werden mir nur Sachen rot unterstrichen, weil wir natürlich in Roblox mit Lua schreiben und nicht mit Python. Wenn ich das wegnehme, ist es wieder valide. Und in Python muss man einrücken, um einen Scope zu öffnen. Und man muss zurückrücken, um es zu schließen. In Lua habt ihr die komplette Freiheit. Ihr könntet so hässlich schreiben, wie ihr wollt. Das ist das Schöne an Lua. Aber auch teilweise das Frustrierende, wenn ich dann Code von anderen Leuten sehen muss und die, keine Ahnung, If-Statements so schreiben. So kann man valides Lua schreiben, aber es ist nicht schön und es ist viel schwieriger lesbar. Stellt euch das jetzt in einem komplizierteren Code vor, wenn man das so schreibt. Es ist schon gut, wenn man sich an gewisse Designrichtlinien hält und es dann einfach entsprechend schreibt, wenn man das dann eindrückt, dann ist es lesbarer. Manche Leute mögen es ja auch nicht, wie ich, local, Name und dann so viele Tabs hier hinschreibe, bevor ich die Variable festlege und das verstehe ich absolut. Aber da sind Menschen halt auch unterschiedlich. Ich brauche diese visuelle Trennung, dass ich links meine deklarierten Variablen und den ausgeführten Code sehe und rechts dann auch die Werte sehe. Manche Leute brauchen das nicht. Ich brauche diese visuelle Trennung, weil ich nicht so gerne lese.
Ich kann auch, wenn ich vor einem Textbuch sitze, kann ich nicht so zusammengeklusterten Text lesen. Das ist mir zu anstrengend. Und dementsprechend ist es mir auch zu anstrengend, solchen Code hier zu lesen. Das ist mir auch zu anstrengend. Ich brauche für mich persönlich hier diesen Tab-Stop für diese visuelle Trennung hier. Ich brauche auch diesen Tab-Stop hier für diese visuelle Trennung. Und ich brauche auch diese Tabs. Einfach nur, weil es für mich persönlich leichter ist, so zu lesen. Und ihr solltet dann euren Stil für euch finden, wie es für euch leichter ist, euren eigenen Code zu lesen. Weil im Endeffekt ist es egal, wie ihr euren Code formatiert. Weil es gibt Code-Formatter. Und wenn Leute ihren Code so schreiben, dann kann man in den meisten Code-Editern einfach Alt-Shift-F drücken und dann wird's umformatiert. Bei mir nicht, weil ich bei mir die Settings so habe, dass da keine Formatierung erzwungen werden soll, weil ich so eine eigene Formatierung habe für mich selbst und es dann halt einfach so aussieht. Aber theoretisch müsste es bei euch mit Alt-Shift-F funktionieren oder wenn ihr das auswählt, Rechtsklick, Format und Format Selection macht. Aber bei mir wurde zurückgerückt sogar. Also ein bisschen wird es schon erzwungen mit der Formatierung. Aber viele Sachen werden bei mir nicht erzwungen. Und das stellt ihr übrigens alles über eure Roblox Studio Settings ein. Aber an sich gibt es nicht viel mehr über Scopes zu wissen, außer dass lokale Variablen nur in ihrem eigenen Scope genutzt werden können und dass ein Scope natürlich einen Anfang und ein Ende hat. Alles weitere lernen wir in künftigen Folgen, wenn wir dann wirklich mal auf Scopes eingehen und dann auch was Nützliches mit ihnen machen. In der nächsten Folge geht es dann wahrscheinlich um logische Operatoren, weil es einfach ein nützliches Wissen ist, vor allem auch in Bezug zu Bedingungen. Und wenn ihr das drin habt, dann sollten wir endlich mit Funktionen anfangen, die euren Code so viel mehr powerful machen. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich vielleicht irgendein cooles, kleines Beispiel zeigen kann, was ich mit einer Funktion machen kann. Auch wenn ihr nicht wisst, was eine Funktion ist, schreibt einfach mal eine Kleinigkeit rein, die ihr gerne in Roblox Studio machen würdet. Kein ganzes System, ich mache jetzt kein Tutorial dafür, aber einfach nur ein Beispiel. Zum Beispiel, dass irgendwas hier in der Welt manipuliert werden soll. Dann kann ich es euch bestimmt auch einfach mal zeigen, wenn es zum Thema passt. So, wir gehen hier rein. Diesmal mache ich auch das Licht an. Denn ich habe jetzt noch sehr viel Videoschnitt vor mir. Ihr solltet am besten noch ein bisschen üben mit den Sachen, die ihr bereits kennt. Und wenn nur durch Übung lernt ihr was. Das war's erstmal. Bis dann und ciao!